So, kommt mal rein. Ich bin heute Deep Rot hier, by the way. So sehen wir heute aus. Nicht wundern. Einmal Consumes. Muss sein. World Pass hole ich vom ersten Boss raus. Das passt besser. Ich habe direkt Akku verloren. Holy. Leute, ich glaube, ich muss wirklich Full Fury Pot angehen. Also ich habe jetzt nochmal einen Test gemacht mit Fury, mit Deep Rot, wegen den letzten beiden Bossen, aber ja. Ich glaube, langfristig ist keine Alternative. Definitiv nicht. Ja, die Weihnachtstag-Dinger gehen nicht. Ja, die könnt ihr usen, aber die sind sofort wieder weg. Die bleiben so eine Millisekunde drauf und dann droppen sie runter, jetzt ist er wieder gone. Und die gehen leider nicht, die Dinger. So, ich gehe einfach mal rein. Die Agi und so geht auch nicht. Das geht wohl alles nicht. Das geht wohl alles nicht. Die Frage. Ich glaube, ich klepp hier rein, oder? Ist da nicht einer weggerannt? Nee. Am Ende brauchst du zwei Tanks, aber ich denke, bis auf den vorletzten Boss geht einer. Okay. Valentinstag warst du, geh nicht, liebe Leute. Die funktionieren wohl nicht im Raid. Also, den konnte ich mit Web tanken, oder? Lass einfach mal testen. Ich denke aber mal mit Web. Also beide dann, ne? Nee, nee, ich nehme beide und versuche mit Fab, ob es geht, und dann trinke ich das Ding mal. So. Dann mal gucken. Ja, die Valentinstags Buff ging gar nicht, leider. Ist ein bisschen mehr. Wo ist meine Fab? Die ist hier. Nein, ich habe jetzt schon gefabbt. Ich habe missklickt. Ich wollte eigentlich die Fab wegziehen. Mist. Ah, 2 Minuten habe ich vielleicht noch. Na, es dauert ein bisschen. Nee. Nee, es geht auch so schon weg. Ich kann es jetzt anmachen. Und dann läufst du ein bisschen rum und ist sofort wieder weg. Zack. Der ist nicht weg, ne? Die 200 HP gehen. Wenn du die meinst. Achso, nee, ich glaube, die gehen auch nicht. Hallo Glory, ein wunderschön. Ja, Simon spielt schon seit Anfang SOD wieder mit uns. Genau wie Dylan, Signo, Delivers, Happy, jemand vergessen? Isidor. Wie meinst du, vom Mana, oder? Eigentlich muss ich mal Rage stacken, ne? Bei den Dingern. Jetzt kommt gleich beides ein. Ich hoffe, ich habe eine Fab wieder. Wir haben die Theorie, dass du das fappen kannst. Und dann kriegst du keinen Stun. Das ist eine Wolke. Ist so eine Theorie. Na, dass wir mit der Fab das wegfappen können. Den Stun. Welche.
So, Boss. Weil das eine Ding macht ja einen Stun, right? Jo, wieder, danke für den Tier-One-Sub. Willkommen zurück. Die Rüssi-Werte sind höher als im Molten Core, genau. Die sind ziemlich hoch. So, jetzt müsste Boss kommen, oder? Ein Boss-Teil. Ja. Ich fab jetzt mal rein. Und ich versuche mal beide zu tanken. Ich glaube, das klappt irgendwie. Okay, Stragen ist jetzt aber nicht in mich reingegangen, oder? Widerstanden. Ich krieg leider die Akku nicht zurück. Ah, jetzt hab ich's wieder. Ich muss so dick. Ja, ich muss so dick durchbilden. Ich muss hier von der Wolke wegholen. Ja, ich muss durch. Das bringt gar nichts. Ah, du willst. Ich krieg die Akku nicht, ne? Da ist die Problematik. Ja, es gibt wieder ein Schmuckstück, ja. Genau. Oder ich muss mit Dings starten. Aber. Irgendwie sehe ich es noch nicht, wie ich Akku halten soll. Weil die blasten so hart rein. 500 DPS müsste überleben. Das ist so die Sache. Gehen wir mal rein. MS-Krieger hat, glaube ich, hier Wirbelaxt an. Ja. Wirbelaxt vom Warrior-Ding. Ich meine, wir können theoretisch direkt runterjumpen, oder? Voltieren wir ganz gut für die Items. Der ist auf jeden Fall besser. Die Axt ist besser. Also der V-Einhandkolben ist besser, aber... Hier ist die Axt stärker. Und ich glaube, MS ist allgemein besser zurzeit. Ich habe jetzt so die Theorie, dass Devastate einfach gar nicht mehr lohnt zu drücken. Ah, das ist so die... Das habe ich so das Gefühl. Das macht halt so 0 TPS. Da müssen wir nachher bei den anderen Bossen gucken. Hallo Soundtech. Ein Mischwind. Hier links runter, ne? Die Mobs laufen einfach free for all rum. Ah, ist ein bisschen sad. Ich vermisse ein bisschen, als ich sag's. So, ich vermisse ein bisschen das Devastate aus Phase 1. Das war natürlich giga broken, klar. Aber irgendwie hat's gebockt. Mein Job ist, dass die Mobs rumlaufen. Ich denke, später als Fury-Prot geht es klar.
mit schön Heroic Strike reinspammen. Das sollte gehen. Habt ihr irgendwie so einen Mist auf dem Boden, oder? Ich meine, so geht es. Ja, so kriegen wir das schon rein. Ein, zwei Tage so ein Warrior drauf, es geht halt nicht, aber das hat funktioniert. Die droppen auch bei den Dingen, glaube ich. Also ich habe sie einfach so gelootet. Also nach dem Raid hatte ich 3 Stück auf jeden Fall. Vielleicht droppen sie auch von den Bossen oder so. So. Ich werde einmal gucken, was hier Dings droppt. Ich werde mal wegen den Set-Teilen gucken. Als Krieger-Tankset ist auf jeden Fall ein Set drin, ja. Hier links wieder, ne? Ist unbrauchbar. Ah, okay. Die 0,2 sind auch geil, ne? Auf dem Blitzkin. Keine Chance. Die Begleitfest, glaube ich, ist für Allianzen, soweit ich weiß. Ich glaube nicht, dass Horde die hat. Ich habe sie zumindest noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob sie drin ist. War das, dass wir den ganzen Ding clearen müssen, oder haben wir einfach den Boss gemacht? Also mir widerstehen sie auf jeden Fall sehr oft am Taunt. Bin jetzt mal beim Boss gleich gespannt. Boah, die Musik ist aber irgendwie schon wild, ne? Na gut, das ist ja die Prot-Wache gerade, ne? Also sobald ich jetzt anfange, Fury-Prot zu spielen mit Dual-Wield oder Armsprot mit hier, Zweihandwaffe, geht es auch wieder. Deeprot hat halt wirklich Probleme mit Threat, ne? Aber ich habe seit den letzten beiden Bosse drin, weil die so richtig ins Gesicht geben. Deswegen. Wir können den machen, oder? Oder habt ihr schon... Guck mal, DBM ist sogar schon geupdatet, das Ding. Ich meine, hier geht es. Na, Single Target ist okay. Da geht der Thread. Ein bisschen Vorsprung. Das passt. Oh. Holy. Nice, Leute. Der Stabesgrinne.
Und einen Warrior des Gear kann ich zeigen. Wirbelaxt, Leder, Brust. Wir gehen da lang, ne? Wir haben, glaube ich, Priester erstmal Healer. Erstmal Healer-Prio und dann gibt der... Der Mage, glaube ich, den blauen Stab. Am Ende. Also Dill meint, er spielt Feuer mit Hit-Stab oder sowas. Cool, das erste Item. Nehmen wir mit. Ein Hexerhütli. Ganz ehrlich, Leute. Würdet ihr euch das stören, wenn ich so mache? Ich glaube nicht, oder? Ich denke mal nicht. Ich denke, das ist okay für euch. Nee, nee, wir haben den. Das Gear, was droppt, haben wir schon mal. Haben wir so ein bisschen vorher verteilt. Ne? Er ist ja gildenintern. Und das Gear ist so ein bisschen vorverteilt, dass das Gear auf die Leute geht. Wo es halt am besten ist. Ja, deswegen geht der Stab erstmal darüber und der Rest passt danach und so weiter. Ist ja Guild Run, ne? Das ist alles schon ein bisschen vorher. Ein bisschen vorher angepasst. Wir machen gerade ein bisschen extra Trash, weil. Diese Mobs hier. Droppen die Items. Die Quest-Items. Kann ich hier nicht eigentlich dual-wielden erstmal? Bei den Trash-Mobs? Kann ich schon, oder? Wir sind kommunizieren dann nebenbei. Jo, jetzt hättest du deinen 30 Gold. Man merkt es selten, weil ich rede ja auch wenig. Also im Raid wird eigentlich jetzt relativ wenig geredet. Wenn geredet wird, halt durch Calls oder so, wenn irgendwas passiert oder rollt wird und sowas. Also Clear Comms, glaube ich, nennt man das. Kunst und so gibt es noch nicht, ne? Ne, die anderen hören nur, wenn ich meinen Push-to-Talk-Taste drücke. Und gleich werden Leute gejudet, Leute. Irgendwie haben wir den nicht down bekommen, oder? Den Limit. Mal schauen, wer heute fliegt. Ehrlich gesagt rede ich gar nicht so gerne. Also, im Real Life bin ich eher der Zuhörer. So in Konversationen und so weiter. Ich rede halt, weil ich's muss.
Aber ich wollte mal die neuen Puppen hier ausprobieren. Also die scheint zu gehen vom Valentinstag-Ding. Ah, die sind ja Level 20 und die sind instant dead. Aber das Gute ist auch, du hast jetzt theoretisch für Mastpuls auch noch Schildwall und AoE-Taunt. Ne? Nee, lebt noch nicht. Die kommt auf 46, glaube ich. Aber ich denke, mit Schildwall, AoE-Taunt solltest du die, also in der Zeit 6 Sekunden hast du ja. In der Zeit sind die Trashmobs auf jeden Fall dead. Der Tauren hat das Schild aus hier. Stranglethorn. Das PvP-Schild. Ah, ich weiß, glaube ich, wieso ich so wenig Mana-Probleme in BFD hatte. Da gab es das doppelte Mana-Öl, ne? Mit der B5 drauf. Das gibt's ja gar nicht mehr. Ja, ja. Das konntest du Dual Readen, hat es halt super viel MP5. Ne? Ah, okay. Ja, unser Shaman hat ein bisschen Mana-Probleme hier bei den. Aktuell zumindest. Also beim Trash und so. Ja, stimmt. Aber ich meine, später werden die Bossfights halt ziemlich schnell sein. Ich denke, da passt es schon. Auch der ruhigere eher ebenso. Ich würde nicht sagen, dass ich super introvertiert bin, aber ich bin halt. Ich habe ja wenig Bock zu reden, ne? Normalerweise. Ja, Rockbiter spielst du doch. Aber das Ding hat halt super viel Spell-Damage drauf. Ich habe letztens mal 3 bekommen. Das geht. So. Mal gucken, ob wir weggenockt werden. Das ist der Boss, wenn du an der Seite stehst, von den Füßen, liegst du von der Plattform. Ist ein paar Mal passiert letztes Mal. Ja, ich wollte auch mal eine Puppe hinstellen, kurz davor. Mal gucken, ob es geht. Go. Guck mal, der hätte nämlich auch hart rein. Der hat mir gerade 1000 angegeben. Ich meine, der kloppt schon gut. 400. Auch in die Tröte sehr laut ist, muss ich sagen. In die Seite 800. Die Dinger. Die Ringe checke ich immer noch nicht. Ich glaube, die drehen einfach durch, oder? Okay, irgendwie macht das jetzt gar nicht. Normalerweise nimmt er immer jemanden in die Hand und will ihn wegschmeißen. Jetzt macht er die Klammer. Aber wann macht er das? Wenn wir ins Low gehen, ne? Oh, das Schwert ist drin. Bad.
So. Also irgendwann rennt er rein und haut die Leute weg. Oder nimmt die Leute in die Luft oder so. So, wir gehen mal weiter. Ah, der war ganz geil, weil du kannst als Deep-Prot Warrior oder als Tank Warrior, während er den Kram macht, immer mal wieder rüber swappen und dir hier Berserker gut holen. Das ist ganz nice. Also für hier Flagellation Damage, ne? Das ist ganz wunderbar. Und Isidor, wie ist das Fury Warrior live? Hey, das ist mein Gameplay. Sogar auch nur eine Taste. Wie heißt das Makro für die zwei Einhänder? Zum Anziehen? Equip. Beides Equip und dann mache ich das. Genau, also du hast halt mehr Schaden dadurch, ne? Flagellation. 25% mehr Schaden. Und mehr Schaden ist halt mehr Wut. Mehr TPS. Und mehr Wut natürlich auch. Rexa. Ja, aber ich finde auch, mit dem Melee Hunter haben sie Classic Hunter ein bisschen Identität genommen. Also. So. Hier können wir direkt. Wollt ihr die noch machen wie die Items oder? Ich kann dir gleich nochmal reinschicken, den Kram. Namen Rufi. Einen schönen. Achso, der nächste Boss ist gefixt worden. Man kann nicht mehr diesen Skip machen. Oder diesen Hide. Und ganz normal, also mit zwei Gruppen müsst ihr machen. Du kannst nicht mehr outrangen und kannst nicht mehr LS laufen. Machen wahrscheinlich ich vorne und die ganz hinten. Ne? Wenn diese Blase da kommt. Jugendpot 2, einen in der Death gelungen. Genau. Nicht Death gelungen. Nein. Fury's gelungen. In der Death Stance. Fury Pot. Tschüssi. Also, du würdest hier runter gehen und bis hier runter. Und dann tankst du in Death Stance. Mit den Talenten. Werde ich nächste Woche auch machen. Kannst du den Aspekt des Rudels usen? Ja. Ah. Wie mal jetzt noch nicht, weil die beiden letzten Bosse richtig reinknallen. Und die Mitigation hat ziemlich gut funktioniert. Ich werde es machen, sobald ich ein bisschen mehr Platt und so habe. Hast du Tipps für einen Edelstein mit unglaublich Mana-Problemen? Unser auch gerade. Unser gerade auch. Der beim Trash und so, der geht super low Mana. Zum Inis-Ballern wäre Prot besser. Zum Inis-Ballern würde ich abends spielen, also Waffenkrieger. Zweihand mit hier Sweeping Strikes und so. Ich muss mir erstmal wieder reingewöhnen auf hier. Auf die Prot. Als Tank, genau. Ich meine, vielleicht braucht man den Trash gar nicht, kann die mit Fallschirmen runterspringen oder so. Ich würde Waffen spielen, auf jeden Fall im Dungeon. Ja. Also 5er Dungeon, immer Waffenkrieger. Macht so viel Damage. Und hält halt durch den Damage dann die Aggro, ne?
Ja, Hartberg ist ein Spiel zu Royal DD, ne? Nee, sonst würde ich Wing Run Tank mit Rogue. ...600 DPS, ja. Boss kommt schon. Er kommt von rechts. Also Bossfights gehen, hat er gesagt. Also Trash ist so das Problem. Wo müssen wir weiter? Da hinten, ne? Können wir das hier noch klären? So, hier müssen wir da zwei Gruppen machen mit dem Laser, ne? Müssen wir ein bisschen gucken gleich. Ich will dann mit dem Rücken zur Wand hängen, by the way. Soll ich Go machen? Ich warte, ob wir Go machen. Hat er gefragt. Mein ganzer Wut ist weg. Wir haben leider einen verloren. Das hat nicht geklappt. Wir haben einen zu wenig gehabt in der Milli-Gruppe, in der Range-Gruppe. Das muss man irgendwie... irgendwie am besten anders timen. Das ist auf jeden Fall wild, Leute. Ich klepp jetzt einfach mal rein. Der Dude macht gut DPS, ja. Und der ist hier. Ah, ist gerade mit dem Clown-Fiester. Wir haben versucht, das Laser zu ground. Mit dem Grounding-Totem. Geht aber nicht. Deswegen sind ein paar Leute gestorben. Das war ein Testversuch. Und dann hatten wir nämlich eine Person zu wenig hinten im Camp drin. Und dann haben wir aus Versehen noch eine weitere Pet gepult. Das kam auch noch mit dazu. Ja, die müssen gerade so hart durchswappen. Ja, am Spiele gestorben, was passiert.
Haben wir nochmal einen gepult? Will ich hier wallen muss. Ich will die Wall gerne aufheben. Läuft der Mob da noch rum? Nee. Ich glaube, der Mob rennt da noch rum. Also, es geht auf jeden Fall nicht, Leute. Man kann es nicht grounden. Probiert es nicht aus. Das geht. Das geht schief. Das geht nicht. Der eine Priester hat es alleine geheilt, ja. Genau. Ah, 19k. Aber ein Testversuch. Wir merken, wir müssen mehr clearen. Ja, hier laufen Pets rum. Wir müssen mehr Mobs clearen, die rumlaufen. Und dann müssen wir nicht grounden. Ja, zwei Sachen wieder gelernt für nächste Woche. Alles, was wir so machen, ist auch ein bisschen testen. Ja, damit wir so mit Speedrun-Taktiken wissen. Also nicht wundern. Auch wenn gerade ein bisschen Giga-Fail war. Aber dann haben die sich bewegt, ne? Die ganzen Viecher. Weil jetzt stehen sie ja nur rum. Ah, da waren es ja zwei Parts. Einmal kam eine dicke Gruppe und einmal mit einem Roboter-Ding. Schade, dass sie nicht alle mit dem Boss mitkommen, sonst kann man später im Speedrun die alle zusammen wegbomben. So. Können wir? Da die Katz-Akku erholen. Ja, irgendwas ist auf jeden Fall weird hier. Ich habe super Akku-Probleme, ne? Wir haben 99%. Ich habe halt keine World Buffs mehr. Das so. Ich glaube, es wird gleich wieder jemand sterben. Ich werde mal ein bisschen meinen Schildblock ballern hier. Stimmt, der Akrobuff ist nicht mehr drauf. True. Na, wenn ich den so aber noch durchhalten kann, geht es. Leute, wie ist dann Akro ohne diesen Buff? Stell mal vor, der wäre nicht mit dem Game, der Buff. Also ich meine, später wird es keine Probleme mehr sein, weil dann ist die Dual-Wield, ne? Oder Zweihand, je nachdem. Aber ich bin schon hart an der Grenze hier. Ich glaube, wir sind ein Range zu wenig. Wir müssen immer mal einen Melee reinwerfen gerade. Ein bisschen das Problem.
ich muss meine Rage mehr drücken. Also hier Revenge meine ich. Ui, die Handschuhe. Ziemlich gut, die Dinger, ne? Hosen nied ich einfach mal, oder? Warte mal, das ist ein Zauberstab. Ich die Hosen niede. Okay, jetzt nieden alle drauf. Oh, ich habe sie gewonnen sogar. Ich spiele die auch, ne? Wenn ich überlege. Ja, das sind die, die sind sehr gut. Hit Rating. Nice. Na, sehr gut. Ne, ein Crit Rating, oder? Crit oder Hit? Oh, ein Hit Rating. Das ist kein Ende. Wir müssen nur Slash Loot im Chat machen. Warum keine Facecam? Ich habe eine. Hier. Baba. Achso, meine Facecam geht gerade nicht. Warte. Jetzt geht's wieder. Ja. Epic Loot haben wir gerade schon gehabt. Wir haben einen Stab drin gehabt. Was habe ich alle drin? Warrior, geil. Der DPS beim Warlock sieht halt so insane aus, ne? Also mit dazu halt. Bei meinem Ding hatte der nur mit Searing Pain, dem Instant irgendwie 400 oder so. Einer Taste. Doch, mit Meta Warlock schon. Der wird dann zum Instant Spell irgendwie. Von Melee aber, glaube ich. Ist dann so, würde ich sagen, sein Bam Skill, so für Threat oder so. Also Warrior ballert auch rein. Ich glaube ja. Ich glaube Warrior wird auch noch. Also no joke. Das gibt dem Ganzen mal noch so... Weiß ich nicht. Oh, oh, das ist der klassische... der klassische Gnomerigan-Pool. Immer so von der Seite reinpullen. Man kennt ihn. Ich glaube, ich habe aber ganz gut Akku. Ne?
viel. Ich glaube, unter einer Stunde sind wir nicht. Also werden wir nicht komisch weggewiped, auf jeden Fall. Das Frage ist, dann löse ich das Ding mal noch nicht ein. Ich bin mir nicht sicher, ob man da drei auf einmal tanken kann. Dann einer Drache und eine die Milis, oder wie? Dann will ich die Milis, denke ich, ne? Einfach wegziehen davon. Ja, ich ziehe die Kleinviecher dann im Kreis. Ja, das war ich nämlich letztes Mal nicht sicher, ob das Ei ignoriert werden darf oder nicht. Okay, das ist der Boss, da sind wir letztes Mal 5-6 Mal gewiped, glaube ich. Das gute Pet Council. Immer nett, oder? Hier. Irgendwie fühle ich mich, als ob ich wenig Buffs habe. Und ich denke, für den Boss würde die Meta später sein, mit Sweeping Strikes reinzugehen. Ich mache es jetzt mal noch nicht, weil vielleicht wipen, deswegen. Genau, der Stab, den kam schon raus, ja. Dann go. Okay, das ist einfach nur so eine kleine Bombe, ja. Lass mal nicht viel machen. Schaf kommt. Und welchen konnte man kicken? Irgendwas kann man kicken von den Dingern. Ich glaube, das ist eine Grätesalbe. Also irgendwie macht der richtig Schaden gerade. Ich weiß aber nicht mit was. Das Grätesalbe, was für Damage macht? Okay, das kann ich kicken. Okay.
Also Gerätesalve kann man kicken. Die roten Knöpfe gegen Mana zurück und machen die Damage. Die sind für später relevant vor allem. Morgen auf dem Hamster ein bisschen was. Kann ich nicht kicken, leider. Eigentlich können wir, ne, oder? Dann lügen wir das weg. Okay, hat besser geklappt, als ich dachte. Muss ich sagen. Ich hätte gedacht, wir wipen nochmal weg oder so. Ich hätte gedacht, das geht. Ah ne, die sind schwer Rüstung, ne? Ah, die sind draußen, deswegen sind sie gestorben. Ich will mal direkt testen, kurz mal, ob die Puppe geht. Und einmal ganz außen rum, meinst du? Jo. Die Handschuhe sind eigentlich besser. Die Handschuhe wird sie nur für einen Enhancer nehmen, oder? Oder nimmt die jemand? Ah, okay, dann. Ich passe mal drauf. Wäre nun ein vorübergehendes Upgrade herum. Hab erst kann ich zeigen, ja. Kann ich nicht zeigen. Doch, gewirkte Heilung. Wie geht denn das nochmal? Also das hier, ja, ne? Das ist HPS. So. 5, 4, 3, 2, 1. Ich muss erstmal Posi bringen. Taunt. Ja, es geht sich gerade so aus. Es
Phase jetzt, glaube ich. Ja, ich werde mal, anstatt zu feppen, ich werde eine Insignie nehmen, die neue. Die neue entfernt nämlich alle bewegungseinschränkenden Effekte. Also eigentlich... müsste das gehen. Genau, ich werde mich auch noch... ich werde mal so mal ein Trinket gleich. Und irgendwie haut der mehr rein, wenn mehr Stacks haben oder so später. Okay, geben wir Trinket. Also ihr könnt Trinket usen, Leute. Auf dem Boss. Das geht. Und hier habt ihr Fab gezogen, oder wie? Also wenn ich jetzt eine Fab ziehe, dann geht da WD rein, oder wie? Boah, der hat viele Parries. Das ist nicht gut. Ich fab einfach mal. Ich guck mal, was passiert. Ah ja, das geht nicht rauf. Ist die jetzt doof in der Mitte hier? Und deswegen, weil ihr seht, die wieder reinhauen. Ne? Also feppen geht auf jeden Fall. Das funktioniert. Was eine Fepp ist, Reaction Potion. Warte, hier muss ich den nicht moven, ne? Ich meine, jetzt mit DBM geupgradet ist, ist es nochmal entspannter, ne? Also ich denke nach heute, wir hatten ein Null-Problem bei diesem Laserboss, weil wir da was Dummes ausprobiert hatten. Also wir wipen jetzt, ich will es nicht beschreien, ne? Aber ich denke, Random-Gruppen schaffen einen Raid-Locker. Ich denke schon. Aber hier macht er sonst keinen Damage. Ne? Also. Gut. Letzte Phase. Also das geht klar, denke ich. Also jede Gruppe, denke ich, wird den ballern können, den Raid. Letztes Mal dachte ich noch, okay, ist vielleicht doch ziemlich hart. Aber es ist fein. Ich habe noch Schildwall, ich habe noch Last Stand. Das geht eigentlich. Und jetzt muss er auf 0 runter, ne? Machen wir einen Dingsport rein. Ah, ich glaube, das ist ein bisschen doof. Achtung. Akku gepult? Nee. Also in der Phase theoretisch auch wieder zur Tür, ne? Zieh mal wieder mit. Na, nicht ganz unter einer Stunde geschafft, aber... ich denke, wenn wir nicht so reinwipen... ich denke, halbe Stunde ist drin. Ohne Wipes und gute durch. Ich denke, so Endgame ist so halbe Stunde. GG ist. Shadow hat auch ein AOE bekommen, ja.
Ich glaube, der Dings ist auch wieder drin. Jo. Chicken. Blitzstrahlbombe. Das war die Necklace, ne? Also tanke ich den nächsten Mal hier vielleicht von dem Knopf, von dem roten Knopf, bis zu dem da drüben oder so, ne? Also hinten hat es halt genau gepasst. Millimeter genau, dass er dann aufgehört hat mit seiner Bombe. Ja, danke für den Follow. Weiß jemand, was das Chicken macht? Ein Schaden behüllt. Macht das einen Buff oder sowas? Gefühlt macht das nichts. Ich mach mal Pass drauf. Die Quest ist der Necklace, ja. Genau. Denk für die meisten, ja. Ich bekomme ein Angriffstempo bei dem. Seid ihr sicher mit dem Battle Chicken? GG's. Also, wir sind knapp über einer Stunde. Aber ich denke, in den nächsten paar IDs kommen wir auf jeden Fall auf 30 Minuten runter. Mit richtig Speed. Sollte klappen.